Die ganze Wahrheit über den wahren Erfinder von Batman. Hallo, meine lieben Freunde der gezeichneten Geschichte. Und ihr seht, ich habe euch mitgebracht Bill Finger, der wahre Schöpfer des dunklen Retters, denn das war nicht Bob Kane, wie uns dieser Comic hier verraten wird. Es ist ein biografischer Comic, der eben um genau Bill Finger geht, den Erfinder von Batman, der die Figur erschaffen hat und auch hauptsächlich gezeichnet hat und wie die Geschichte dahinter ist, warum er aber nicht als lange Zeit als Erfinder galt, sondern Bob Kane das war und wie das dazu kam und wie sein Schicksal so war, das erzählt dieser Comic. Und zwar aus der Sicht eines Journalisten, wenn man so will, oder Autoren, der diese Geschichte nachspürt. Und das Ganze ist dann immer wieder so versehen mit Flashbacks und Zeitzeugeninterviews. Das beruht auf einer wahren Geschichte. Ne? Der hat das also tatsächlich gemacht, diese Interviews geführt und den hinterher gespürt und daraus diese Graphic Novel gemacht. Und die Zeichnungen sind solide, würde ich sagen. Ne? Das ist okay. Das kann man echt ganz gut machen. Die Geschichte springt mir persönlich ein bisschen zu sehr hin und her. Zumal sie am Ende noch immer vermischt wird. Denn wie gesagt, wir haben Rückblenden in das Leben von Bill Finger. Wir haben Interviews, die dieser Reporter hier führt. Und dann hat er aber gleichzeitig selbst noch so eine imaginäre Superheldenfigur, dieser Reporter, die ihn begleitet manchmal auf dieser Reise. Das ist ein bisschen zu viel. Ansonsten ist es natürlich total spannend und ein Must-Read für jeden Batman-Fan, der wissen will, was die wahre Geschichte von Batman ist. Also wenn ihr euch dafür interessiert, auf jeden Fall holen.